Was rechnet ihr euch aus dieses Jahr bei den Stadtmeisterschaften? Erstmal eine Menge Spaß haben und souverän die Vorrunde bestehen und dann mal gucken, was dann passiert. Also es, Hallenturniere sind immer halt ein Glücksspiel, sag ich mal. Da kann jeder gegen jeden gewinnen und mal gucken, was so passiert. Aber natürlich wollen wir eigentlich den Titel verteidigen. Also das ist schon unser Ziel, aber mal gucken, was passiert. An die neuen Regeln konntet ihr euch bereits gewöhnen. Wie geht ihr damit um? Ist ja jetzt nicht so viel anders, außer die Zeit, dass die Zeit halt gestoppt wird beim Abstoß und beim Einwurf oder allen Kicken halt. Sonst ja noch nicht so viel anders. Also es ist ganz in Ordnung, aber ich weiß nicht, ob das Spiel unbedingt schneller macht. Danke.